Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. März 2018? Vollmond ist vorbei, hat die abnehmende Mondphase begonnen. Es eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was abnehmen soll, wie abnehmen oder loslassen oder trennen, kündigen, all das, was uns stört. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond bewegt sich im Grenzbereich, verlässt die Tierkreiszeichen Jungfrau und übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Mond bekommt einen Einfluss von Labrum. Labrum ist die goldenen Becher. Viele sagen, das ist die heiligen Gral und hat religiöse, mystischen Themen. Die Geschichte dazu ist folgendes. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Flieg zu Brunnen und bring frische Quellwasser zu Zeus. Hier ist dieser goldene Becher. Aber beeile dich. Die Rabe flog davon und unterwegs findet ein Feigebaum. Und er hat Lust gehabt, von dieser Feige zu essen. Aber die Feige war noch nicht reif. Und die Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren, hat davon gegessen und erst dann weitergeflogen und kam zurück mit diesem goldenen Becher und mit diesem Quellwasser. Und Apollo fragte den Rabe: Wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, du sollst dich beeilen. Und die Rabe sagte: Weißt du, Apollo, ich kann doch gar nichts dafür. Diese Wasserschlange, diese Hydra sperrte den Weg. Der ist doch schuldig, dass ich später gekommen bin. Apollo hat die Lüge erkannt und jetzt sind sie alle im Himmel gesetzt. Die Rabe, das ist ein Sternbild, vor die Rabe liegt die goldenen Becher. Und auch Hydra, die Wasserschlange, damit die Rabe erinnert immer auf diese Lüge. Und das ist dieser goldenen Becher, was heute die heutige Mondbewegung beeinflusst, bestrahlt die heutige Mondbewegung der Stern Labrum. Zavijava bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Übersetzt heißt, das ist Ecke oder Kante. Aber das ist auch die Gerechtigkeit, die göttlichen Gerechtigkeit. Die chinesischen Astrologen sagen, dass diese Zavijava ist nichts anderes als die rechte Hand des Gesetzes, der oberste Rechtsanwalt im Himmel. Also es geht auch um Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Mark Kepp bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und dieser Stern Mark Kepp befindet sich im Schiff Argo und mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, die goldenen Felder wieder zu holen. Also es ist etwas in Bewegung. Natürlich zeigt es auch Bewegungen oder Handel oder eine Reise. Und das beeinflusst auch die Mondbewegung und die Mondbewegung beeinflusst unseren Alltag. Und wie wirkt all das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. In gleicher Zeit geht im Westhorizont und dann die Tierkreiszeichen Jungfrau. Also die Fischengeborenen bedeutet, dass sie wollen wahrgenommen werden. Und sie möchten etwas ins Licht bringen. Sie brauchen auch Anerkennung. Aber heute gibt es eine gewisse Spannung da. Und das spüren sie nicht nur die Fischengeborenen, sondern wir auch alle, weil die Mond beeinflusst diese Energie. Venus, die Liebesplanet, steht gegenüber von Mond. Also das heißt, wir nehmen die Gefühle wahr. Aber die Einfluss
Die Venus-Energie kommt von den Fischen und die Gefühle, die Mondenergie kommt von Jungfrau. Wie bringen wir das im Einklang? Die Fische-Natur wird natürlich sehr gefühlsvoll sein, sehr romantisch. Die Jungfrau-Natur ist eher sachlich und kühl. Also irgendwo müssen wir die Richtung finden und wo liegt die Lösung? In die Mitte. Weniger ist mehr, also weniger Gefühlen zeigen. Weil wenn wir zu viel Gefühlen zeigen und zu offen sind in die Liebepartnerschaft, dann kippt die Gleichgewicht und von anderer Seite kommt eine kühle Haltung oder sogar Kritik. Wenn wir so trocken sind und kühl und abweisend, ist auch nichts. Also wir brauchen auch die Gefühle. Das müssen wir heute in Einklang bringen und dann kommt die Jungfrau in Wirkung. Da kommt alles in Ordnung. Die Jungfrau sorgt für Ordnung. Die Ordnung kommt dann, wenn wir etwas weniger Gefühl zeigen. Aber die Impuls, viel Gefühle heute zu zeigen, darüber reden, das kommt auch noch zusätzlich von Jupiter-Einfluss. Jupiter bestrahlt die Venus von Tierkreiszeichen Skorpion. Die Leidenschaft, die tiefen Gefühle und Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Natürlich bringt auch Glück, aber übertreibt auch etwas gerne. Und all das beeinflusst unsere Gefühle und das zeigt sich in die Liebe-Partnerschaft. Und wir sollen nicht nur diesen Impuls hören, sondern das in Zaun halten. Was so bringen wir unserem Liebesleben in Ordnung? Also bitte auf die Jungfrau achten. Und das spüren wir alle, weil Mond natürlich vermittelt diese, Mond steht in Verbindung und vermittelt das uns alle. Aber in erster Linie spüren natürlich, dass die Fischengeborenen. Gespräche sind auch sehr wichtig. Die Gespräche nehmen zu oder die Fischengeborenen haben einen wichtigen Termin oder einen Vertrag. Da kommt auch etwas in Bewegung. Und in den kommenden Tagen kommt auch die Glück, also ein bisschen Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg, aber die sind noch nicht richtig wahrgenommen. Es braucht noch Zeit, ein bisschen Geduld noch. Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten. Kraft und Mut haben die Wiedergeborenen, etwas zu verändern. Und die kommenden Tage spiegelt die Mondeinfluss etwas für die Wiedergeborenen. Und das ist wichtig, im inneren Gleichgewicht bleiben, weil das schenkt die Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit geht alles viel leichter voran. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen in heute, aber auch in den nächsten Tagen ein bisschen unsicher. Also die Unsicherheit bitte überwinden und auf dem Glück denken. Die Chancen, die Möglichkeiten, diese Glück liegt da. Aber die Stiergeborenen sollen das auch wahrnehmen. Entweder aktiv zu sein, diese Chancen ergreifen, also schauen, die Augen offen lassen. Wo liegt das Glück? Auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Gute Gespräche oder eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin. Oder ein wichtiger Vertrag ist auch zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt in die kommenden Tagen die Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit können einiges bewältigen. Wichtig ist die Sicherheit, Stabilität, aber auch die Ruhe. Die Zwillingsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht. Es ist alles zu viel oder hektisch. Natürlich lieben die Zwillingsgeborenen die Neuigkeiten und die Aktivitäten. Aber manchmal ist das zu viel. Und die Zwillingsgeborenen fühlen sich ein bisschen erschöpft oder müde. Es ist zu stressig momentan. Und damit sie wieder Kraft haben und diese Leichtigkeit, brauchen einen gewissen Rückzug und die Ruhe. Und es liegt in vertrauter Umgebung, zu Hause, bei Familie und Verwandten.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt in den nächsten Tagen eine gewisse Einschränkung. Entweder geht nichts voran oder sie haben ein bisschen Zweifel, ein bisschen Geduld, noch weil in ein paar Tagen verbessert sich das alles und kommt alles im Fluss. Die Krebsgeborenen haben tolle Ideen. Sie verspüren auch diese schöpferische Kraft und das können sie umsetzen im beruflichen Umfeld oder zu Hause etwas verbessern, verschönern, eine neue Einrichtung oder etwas reparieren zu Hause oder ein Umzug, also die wohnlichen Bereich oder Immobilien sind auch sehr wichtige Themen bei vielen Krebsgeborenen. Ist auch gute Gespräche zum Erwarten oder ein wichtiger Termin. Aber in die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück. In die Tagen sind noch diese Einschränkungen. Da ist auch nicht gut, etwas Neues zum Starten. Lieber warten, bis der Mond in Tierkreiszeichen Skorpion ist, dann kommt wieder etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen. Viele Löwengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Das ist die Sprache, die Seele. Sie fühlen sich noch ein bisschen unsicher. Sie sollen diese Unsicherheit überwinden. In den kommenden Tagen kommt auch Leichtigkeit, also die Möglichkeiten sind da etwas beruflich zum Verbessern oder kommen neue Ideen. Die Tierkreiszeichen Jungfrauen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten und passiv verhalten, sondern ein Entgegenkommen ist wichtig. Man soll nicht übertreiben alles, also muss auch realistisch bleiben. Aber ein bisschen Gefühl zum Annehmen und ein bisschen Gefühl zum Zeigen, das hilft der Jungfrau Geborenen, ihre Liebe, ihre Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen kommt in kommenden Tagen etwas in Bewegung. Sie haben die Kraft und die Mut, etwas zu verbessern. Sie sind noch ein bisschen unsicher, welche Richtung soll es gehen, wie sollen die Entscheidungen treffen. Es ist vielleicht noch nicht der richtige Augenblick zum Handeln, erstmal orientieren. Und die nächste Zeit, wenn all diese Planeten, die wo jetzt gerade im Tierkreiszeichen Fischen befinden, wie Venus und Merkur und auch die Sonneneinfluss, übergeht dann in Tierkreiszeichen wieder, dann spiegelt es einiges für die Wagengeborenen, dann kommen wirklich die Handlungen. Aber diese Vorbereitung, die Orientierung, das ist momentan wichtig. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber nichts übertreiben, weil heute gilt weniger ist mehr, nicht zu viel Gefühl zeigen, weil so kommt die Liebe, Partnerschaft in Ordnung. Nichts übertreiben, was die Gefühle betrifft. Gute Gespräche, Handlungen sind auch zum Erwarten bei den Skorpiongeborenen. Und Ausland, eine Reise, spielt bei vielen Skorpiongeborenen auch eine Rolle. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen wird die Tage leichter und einfacher sein. Da begeistert etwas die Schützengeborenen und bewegt sich auch einiges. Es sind noch in die Liebe, Partnerschaft, ein bisschen Einschränkungen oder Missverständnisse da. Oder die Gespräche, da fühlen sich die Schützengeborenen missverstanden, keiner hört zu. Sie können die anderen momentan nicht überzeugen. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Also da sind momentan Missverständnisse zum Spüren. Aber die Kraft ist da, die Möglichkeiten und jetzt in den Tagen auch die Leichtigkeit. Besonders was die Berufung betrifft, da neu orientieren. Bei vielen Schützengeborenen bedeutet auch etwas die Reise Ausland oder ein Kontakt im Ausland oder ein Besuch von Ausland.
die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, ist einen beruflichen Aufstieg gerade. Die suchen auch momentan ihre wahre Berufung. Aber die liebe Partnerschaft ist auch schön gerade bei die Steinbock geboren. Sie können gerade ihrem Traum leben. Wichtig ist, dass sie daran glauben und nicht aufgeben, sondern als Ziel setzen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen werden jetzt wahrgenommen oder sie präsentieren etwas, sie bringen etwas ins Licht und damit haben sie auch Erfolg. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.